Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Dragon Quest 9. Und ja, wir befinden uns in Engelsfälle. Nicht erschrecken Leute, das hat seinen Grund. Denn hier befindet sich der Herr, der uns die Engelstränen angerührt hat, nachdem wir ihm frisches Wasser gegeben haben. Wenn ihr euch daran erinnert, das war die Quest aus Schloss Stinsbruck, wo irgendjemand von schlechten Träumen geplagt wird. Genau, und diese Engelstränen brauchen wir für den Bürgermeister. Deswegen, man muss erstmal drauf kommen, sollte die Quest mit den Engelstränen schon Ewigkeiten zurückliegen, ist es gar nicht mal so einfach, das herauszufinden. Aber wenn man weiß, dass diese beiden Quests voneinander abhängig sind und dass man das dösige Dorfoberhaupt die Quest erst kriegt, sobald man das andere erledigt hat, ja, dann ziemlich logisch. Oh, da seid ihr ja wieder. Ihr seid doch wohl nicht immer noch hinter dem Wasserfallwasser her. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Bringt mir frisches Wasser, dann bekommt ihr das verdünnte Medizinmirakel Engelstränen. Klar. Sehr schön. Schönes frisches Wasser, dankeschön. Jetzt muss ich das hier noch mit ein bisschen Wasser von den Wasserfällen mischen und dann, da sind sie, die berühmten Engelstränen. Dieses Wasser kann alle Krankheiten kurieren. Es gehört euch. Genau, und das frische Wasser habe ich dafür geholt. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Da bin ich nur einmal ganz kurz nach Altpier teleportiert und war dann unsere Frischwasserquelle. Deswegen, besonders spannend war es nicht. Und haben wir schon tausendmal gesehen, wie ich irgendwelche Sachen aus der Oberwelt loote. Ne? Dementsprechend fand ich das jetzt nicht als arg so wichtig. So, Bürgermeister, aufwachen. Okay. Was ist das irgendwo von Engelsfälle? Und das hieß Engelsträne? Oh, das sieht gar nicht so besonders aus, aber probieren können wir es ja mal. So, Bürgermeister Walter, dann genehme ich euch mal so einen Grog hier. Nicht lang schnacken, Kopfnacken. Na, das siehst du wohl, geh doch. Und das ist schon ein bisschen Farbe in eurem Gesicht. Oder tüttel ich hier nur rum. Vielen Dank, mein Lieber, das war genau der Richtige für ihn. Tut mir leid, aber ich kann euch nichts anderes anbieten. Aber ich möchte euch danken, vielleicht gefällt euch das ja. Ein Magiesamen, schön. Da haben wir es erledigt. So schnell geht's. Im Prinzip braucht man nur ein frisches Wasser. Nun kommt der Bürgermeister wohl bald wieder auf die Beine. Den kriegen wir schon wieder wach. Wo ist... Wir gucken später nochmal, wenn wir die andere Quest erledigt haben. Aber über den Magiesam freue ich mich natürlich. Denn ein weiterer Magiesam heißt, Deka hat einen weiteren... Oh, falsches Ding. Ich habe wieder den anderen Controller. So. Ein weiterer Magiesam heißt, Deka hat einen weiteren Stoßwirbel frei. Und das ist natürlich sehr nice. So. Und der Therapeutik-Sam, den ich irgendwo her habe, kriegt Dance. Schön Sporn. 4 Mini-Medaillen habe ich gerade. Ich glaube, das bringt mir noch nichts. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Gut. Ich beschleunige die ganze Angelegenheit hier mal ein bisschen. Hier waren wir ja schon das ein oder andere Mal. Einmal beim Leviathan, beziehungsweise bei Jonas Vater, als wir unsere zweite Füge bekommen haben. Dann waren wir hier nochmal, als ich den Rückenkratzer gesucht habe. Also, wir haben schon oft genug das Ding hier gesehen. Deshalb hoffe ich, nehmt ihr es mir nicht übel, wenn ich hier ein bisschen schneller durchmarschiere, als es vielleicht normal wäre. Du rutschst mal bitte. So. So, an dir gehen wir auch vorbei. Supi. Hier einmal drüber. Die Schatztruhen sind immer noch nicht resettet. Wie kommt's denn? Na gut, ist mir eigentlich auch egal. So, und hervorragend hier entlang. Und dann sind wir auch schon da. So. Und nu. Wir brauchen einen Schwaltstab. Silberschild haben wir. Und jetzt ist es gerade super praktisch, dass wir Schwertmagier sind, weil Schwertmagier mit zu den wenigen Gruppierungen gehören, die alle Dinger tragen können. Also sowohl den Zauberstab, weil ihr seht, Zauberstab können zwar doch verhältnismäßig viele Leute tragen, aber ja, und die Leute können aber auch alle Schild tragen, also zumindest das beißt sich nicht. So, und das fließende Kleid. Guck mal, kein Krieger, kein Kampfkünstler, kein Dieb,
kein Gladiator. Also selbst wenn man Zauberstab gemaxt haben sollte, kann man dann eventuell trotzdem nicht seinen Lieblingsberuf ausüben. Und das ist traurig. Ich finde es außerdem traurig, dass ich nicht meine Lieblingsrüstung anbehalten darf, aber passiert. Tach! Wie sehen wir aus? Gut sehen wir aus. Oh moin, da seid ihr wieder. Habt ihr alles bekommen? Schwallstab, fließendes Kleid und Silberschild? Ehrlich, das ist ja fantastisch. Ich danke euch auch ganz lieb. So, dann wollen wir mal sehen, ob der lieber dran drucken können, was? Oh, großer Leviathan, Herr von den Tiefen, wenn du da bist, dann kommt du deine bescheidene Dinas. Jonas' Gebet wird von einer Meeresbrise auf die See hinausgetragen. Hi! Leviathan? Oh, die sehen mir auch wieder ein bisschen giftig als sonst oder so. Ich glaube, das gibt Scherereien. Ja, ich glaube auch, das gibt Scherereien. Hallo, Leviathan, mein alter Freund. So, das Gute ist, wir können jetzt auf Verschiedenes gehen und können die Ausrüstung und dann können wir Olli einfach wieder seine Überfallklinge zurückgeben. Dann haben wir zumindest wieder die richtige Waffe an. So, und nun machen wir alles wie gehabt. Wir nehmen die Windkraft dieses Mal, das habe ich mir schon angeguckt, denn wir brauchen Donnerkraft. Dann geht es hier mit Mega-Stärkung, du selbstverständlich mit dem Stoßwirbel und du selbstverständlich mit einer weiteren Mega-Stärkung. So, es ist so praktisch, dass die Spiegelrüstungen hier nicht wie in Final Fantasy die Zauber reflektieren können. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, ne? Damals war ich unsicher, aber inzwischen hat es so oft geklappt, dass ich mir sehr sicher bin. So, ein böser Schwinger, aber wir sind gut geschützt. Da kommt die Windkraft. Und dann müsste der Stoßwirbel jetzt eigentlich auch schon sehr wehtun. Oh, 329, ja. Könnte besser sein, aber passiert. Gut, jetzt geht's weiter mit Lustiges Liedchen. Mitreißende Melodie, die die Angriffskraft Verbündeter erhöht. Lustiges Liedchen. Magische Barriere. Stoßwirbel. Magische Barriere. So. Eine fulminante Flutwelle. Ja, die tut weh. Da kann man sich noch so sehr schützen. Die tut wirklich weh. So, Deka kriegt zum Glück fast keinen Schaden. So soll es aussehen. So, jetzt bitte. Schade, warum nicht Olli zuerst? Lustiges Liedchen. Rarrr. So. Und bitte noch ein lustiges Liedchen. Du machst eine Multiheilung, du machst einen Stoßwirbel, du machst eine Tigerkralle. Au. Aua. Jetzt nicht auf Lizzie. Gott sei Dank. So, erstmal wieder ein bisschen hochkommen mit den Lebenspunkten. Warum ist Olli jetzt so langsam? Das gefällt mir nicht. Na gut. Passiert. Kommen wir schon irgendwie mit aus. So. Na komm, mach du deinen Todesstoß. So. Und wir machen hier ganz ordentlich weiter. Lizzie ist zum Glück zuerst dran. Damit sind wir alle voll geheilt. Damit sollten wir das eigentlich die nächste Runde gut aushalten. So. Ja, greif ruhig Olli ein bisschen an. Der holt uns jetzt erstmal ein paar mehr Erfahrungspunkte für die Truppe. 1,3. Ja, wenigstens ein bisschen. So, 430. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Wütend auf Deka, kann ich nachvollziehen. Deka hat ja ganz schön viel Damage gemacht. Gut, Falkenhieb. Oh, ein bisschen Grutz, ein bisschen Stoßwirbel, ein bisschen Tigerkralle. Unendlich lang sollte der Kampf hier eh nicht mehr gehen. Und wenn er, wenn er wütend auf Deka ist. Ja, die Flutwelle ist... Tut ein bisschen weh, aber so insgesamt
eigentlich halb so wild. Ah, einmal nicht getroffen. Finde ich nicht gut. Und obwohl da die Krab... Oh, nochmal Todesstoß. Oh. Ja, dann nehme ich gerne noch mehr Erfahrungspunkte. Oh, warum leckt das denn gerade? Multiheilung. Stoßwirbel. Tigerkralle. Mächtiger Schwinger. Ja. Nicht mehr sauer. Und da kommt noch eine Flutwelle. Gut, dass ich Multiheilung einsetze. Ha, die Flutwelle, die kann einen echt böse wehtun. Wie ihr sehen könnt, wir sind wirklich gut ausgerüstet, aber gegen die Flutwelle kann man sich halt nicht verteidigen. Weil die als Spezialfähigkeit gilt und nicht als irgendwas anderes. Noch 1,5 mal Erfahrungspunkte mehr. Ja, schön. Und da war's. Das war's. Tschüss, Leviathan. Der gute Herr ist eh ein bisschen schwächer als Corvus. Dementsprechend. Eigentlich war es kein Ding. Und Olli erreicht Stufe 40. Das heißt, oh, da freue ich mich. Da freue ich mich. Eine Himmelsgebinde kriegen wir. Das heißt, wir können jetzt die Quests für die Schwertmagie erledigen. Und das will ich unbedingt. Oh, boah, vielen Dank, Ock. Ich wusste nicht, was ich ohne euch hinmachen sollen. Aber würde ich mir lieber trauen. Was mag ich denn hier? Ich war doch gerade eben noch so schön dösig und nun bin ich aber immer hier. Leviathan? Jo, das bin ich, Leviathan. Tut mir leid, wenn ich euch bang gemacht habe, aber ich war ein bisschen tödlich. Ich war am Rumschwimmen und mit einem Mal sah ich was Helles und will mich dort ankicken. Oh, das tut mir so leid. Ich hab da einen Schatten im Wasser gesehen und dachte, da bist wohl du. Und wo hab ich dich gerufen? Oh, da war mir einiges klar, aber das ist auch gut so. Ich hab nämlich noch nicht gesögt. Warte, aber warum? Da ist ein Talisman von den Fischers. Ja, und er ist dir Vater gehört. Der hat immer bedauert, dass er dir den nie hat geben können. Ich wollte doch so gerne in den letzten Wünsche erfüllen. Deshalb habe ich dich gesucht und nur hast du ihn. Sicher? Und er ist von Vater? Oder ist er aber lieb von dir? Oh, Vater. So, dann bin ich mal wieder los in den Meerestiefe. Wiedersehen, ihr Landrotten. Mach's gut, Leviathan. Kaum zu glauben, der Leviathan, das alles für mich gemacht hat. Das ist eine große Ehre. Moin, moin nochmal. Ich hab noch was über Gehen zu vertellen. Das hab ich auch gefunden. Sieht ja mal ganz Video gut. Drum könnt ihr das Ball, weil ich da so gar nicht durch war. Seht mir nicht leid. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Aber nun muss ich wieder los. Tschüss. Ich nehme dir das sowieso nicht krumm. Du hast mir Level 40 gegeben. Was soll ich dir denn da krumm nehmen? Aber das ist doch diese güldene Frucht, nicht? Wie kommt ihr denn nur wieder hierher? Ich brauche das doch nicht, oder? Ihr könnt das haben. Ja, das ist wohl das Mindeste. Du hast eine komische Halskette von deinem Vater bekommen und ich will die Füge, bitte. Dankeschön. Wie wunderbar. Mit der Mission Ein dicker Fisch ging alles klar. Freunde, wir haben eine Füge. Die letzte Füge. Vermutlich. Als Vater die abgegeben hat, ist wohl sein letzter Wunsch wahr geworden, oder? Und ich schaue so trübsinnig und so einsam. Genau wie ich, als ich meinen Vater verloren habe. Ja, vielleicht soll man die ja eten, wenn man gerade trübsinnig ist. Vielleicht war er ja ein Wunsch wahr. Oh, ich habe noch Vaters Talisman. Mehr brauche ich doch gar nicht. Der ist mir doch schon so schön. Na, ich glaube ja nicht, dass ihr mich hier haben wollt, wenn ihr wieder seid. Dann mag ich mich mal lieber ob durch den Weg. Tschüss. Mach's gut, Jona. Du und dein nervig zu lesender Akzent. Die Füge leuchtet sanft und verführerisch. Die Füge essen? Patsch! Olli erhält eine Ohrfeige von jemandem, den er gar nicht sehen kann. Nein, ich will die nicht. Nein, ich will die nicht.
Okay, dann esse ich sie halt. Böse, unsichtbare Macht. Hey, Olli, hallo. Hast du Watte in den Lauschern oder was? Kannst du mich hören? Nö. Nimm mich doch bloß nicht auf den Arm. Ich bin bei Weitem nicht so doof, wie ich aussehe. Ich weiß, dass du mich sehen kannst. Hey, willkommen zurück. Schön, dich zu sehen. Schön zu sehen, dass du mich sehen kannst. Ah, wieso eigentlich willkommen zurück? Du warst ja eigentlich gar nicht fort. Ach, was soll's. Verflippt gut, dass du hier bist. Ich war dir auf den Hacken, seitdem du ein verflippter Sterblicher geworden bist. Aber du hast die Augen auf Durchzug gestellt. Ach ja, und ich wollte dir ja noch etwas erzählen, bevor du weg warst. Also, das war total unbedeutend. Kann ich dir auch erzählen, wenn mir uns mal tot langweilig ist oder so? Aber wenn du mich sehen kannst, kannst du ja auch den Sternexpress und den fetten Flugführer sehen. Du solltest ihn unbedingt mal einen Besuch abstatten. Also los, alle einsteigen, auf zum Sternexpress. Ja, hi Stella. Freunde, wir sind wieder himmlisch. Olli, lang nicht mehr gesehen. Ja, dann hast du also eine Füge gefuttert und wolltest deinen alten Kumpel wiedersehen. Das ist aber echt mal rührend. Quatsch, warum sollt ihr ausgerechnet dich wiedersehen wollen? Er hat natürlich mein hübsches Gesicht vermisst. Ist mir eigentlich auch egal, ich freue mich jedenfalls, Olli wiederzusehen. Sag mal, Celestria hat dich doch hergeschickt, damit du auf die Sterblichen aufpasst, oder? Ich habe nämlich dran gedacht, dir den Sternexpress zu überlassen, damit du deine Arbeit besser machen kannst und so. Was soll das denn? Willst du Olli etwa auf die Arme nehmen? Das wäre aber nicht sehr nett. Nein, überhaupt nicht, das meine ich ernst. In den ganzen Grotten gibt's eine Menge Gesindel, mit dem man mal aufräumen sollte. Wenn du die Sterblichen schützen willst, musst du so viele Schatzkarten wie möglich finden und diese Grotten abgrasen. Das haben jedenfalls die da oben gesagt. Und weil das hier nun dein Job ist, kannst du auch gleich den Sternexpress nehmen, um dir die Sache leichter zu machen. Hier, nimm meine Pfeife, damit kannst du den Sternexpress rufen. Olli erhält Noahs Pfeife. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Einfach reinpusten. Wenn du im Bereich der Sterblichen den Sternexpress brauchst, brauchst du auch keine blauen Bäume dafür. Und wenn du an Bord bist, musst du hier rüber und das dann benutzen. Damit kannst du ihn steuern. Der Rest liegt dann bei dir, Kollege. Die Welt liegt dir zu Füßen. Ey, fetter Flugführer, und was ist mit mir? Bin ich jetzt arbeitslos oder was? Hast du mich vor die Tür gestellt? Auf keinen Fall. Du wirst Olli zeigen, wie das geht. Wie so eine Art Fahrlehrerin. Dann darf ich Olli rumkommandieren. Phänomenal. Keine Angst, fetter Flugführer. Ich schaff das schon. Also dann, Kollege, damit beginnt also dein nächstes Abenteuer. Es ist eine große, seltsame Welt da draußen, voller merkwürdiger Sachen. Viel Spaß bei ihrer Erkundung. Ja, danke, Noah. Olli erhält Kontrolle über den Sternexpress. Und da bin ich sehr glücklich darüber. Ja, Olli, ich überlasse dir den Sternexpress, Kumpel. Du kannst damit fliegen und landen, wo immer du willst. Du wirst sehen, da draußen wartet noch jede Menge Arbeit auf dich. Was ist, Olli? Soll Stella, die Königin des Sternexpresses, dir mal zeigen, wie man dieses Gefährt bedient? Klar, gerne. Na gut, solange du mich als Königin des Sternexpresses anerkennst, kann ich dir wohl ein paar Dinge erklären. Dann sperr die Ohren auf. Zuerst musst du die Schalttafel da vorne, aktivieren. Mach das mal und auf geht's. Jetzt steigt das alte Mädchen in die Lüfte und du kannst fliegen, wohin du willst. Frei wie eine Fliege, oder so. Und wenn du irgendwo landen willst, dann drück einfach den guten alten A-Knopf und ruf Land Ahoi. Dann hast du die Wahl. Wenn du landen willst, sag ja, ei, ei. Und wenn nicht, dann, oder wenn du zum Reich des Ermächtigen willst, dann nein. Und wenn du den Sternexpress betreten und mich sehen willst, dann drückst du einfach den B-Knopf und rufst Grazie, Ahoi. Und damit du eigentlich, damit war das auch eigentlich schon alles. Lektion erfüllt. Ich muss wohl Radieschen in den Ohren haben. Hast du dir auch schön dich schön bedankt für diese 1A-Schulung? Danke, Stella. Ey, Olli, ich überlasse dir den Sternexpress. Hör nicht auf die alte Zippe da drüben. Danke, Stella. Krieg ich eigentlich Achievements von dir? Ja, ne? Von der ganzen Mischerei scheinst du ja nie genug zu bekommen. Daher nenne ich dich hiermit zum Ausnahmealchemisten. Hiermit wurde Olli dafür ausgezeichnet, dass er sich bei der Rettung der Welt auch noch beeindruckende Alchemiekenntnisse angeeignet hat. Jetzt ist der Spielende-Statistikbildschirm verfügbar. Stimmt ja, das habe ich ganz vergessen. Man bekommt hier nämlich, je nachdem, worauf man das Hauptaugenmerk gelegt hat bei seinem Spiel, ein anderes Achievement, ein anderes Ingame-Achievement, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Und da wir so viel alchemiert haben, haben wir das Alchemie-Achievement gekriegt. Eigentlich ist es ziemlich logisch. Oder sehe ich das falsch? Na gut, genau, hier brauchen wir noch den makaberen Mantel. Da habe ich sogar schon geschaut, was wir dafür brauchen. Deswegen habe ich mir auch diese zwei dunklen Roben gekauft. Die brauchen wir nämlich unter anderem, also eine davon brauchen wir als Ausgangsmaterial. Du hast deine Grabbel ja schon in der Hälfte der Dinge dieser Welt gehabt. Du bist ein strebsamer Sammler. Ja, danke. 50% aller Gegenstände. Wir haben 74% aller Monster besiegt. Ich habe übrigens noch diesen Todeskönig in den Obliten gejagt. Nicht, dass das irgendwie wichtig wäre, aber nur, dass ihr es mal erfahren habt.
Krieg ich noch mehr Achievements? Nö, krieg ich nicht. Gut. Dann will ich hier drin auch, glaube ich, gar nichts. Dann betreten wir jetzt die witzige Reise mit dem Sternexpress. Und wir können jetzt über alles drüber fliegen. Können natürlich jetzt gezielt irgendwelche Items suchen. Beispielsweise können wir sagen, gut, guck mal, wir waren schon lange nicht mehr oben bei Bühltau unterwegs. Da könnte man doch einfach mal schauen, ob die Mini-Medaille gerespawnt hat. Ja, könnte man jetzt genau so machen. So, beispielsweise, hier will ich aussteigen, da wo die Mini-Medaille immer ist. Und siehe da, eine Mini-Medaille für uns. Ist natürlich saupraktisch. Muss man einfach so sagen. Gut, ich gehe mal eben nach Welcome. Um meine Mini-Medaillen abzugeben. Ich habe echt nicht im Kopf, wie viel wir da gerade haben. Also, jetzt haben wir, glaube ich, 5, ne? Aber ich weiß nicht, wie viel wir brauchen bis zum nächsten Step. Und ich muss mal meine Kartoptrick-Rüstung wieder ausrüsten. Das geht ja hier so nicht mit diesem fließenden Kleid. Das ist ja grausam. So, Kartoptrick-Rüstung. Dankeschön. Yes. Geld bräuchte ich eigentlich mal ein bisschen. Denn es haben zwei neue Läden aufgemacht in Stinsbrook. Die kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Wenn ich hier mit den Mini-Medaillen durch bin. Hallo. Ja, hey, ich bin Captain Glaubeer. Ja, hier, Mini-Medaillen, 55. Waren 7 Mini-Medaillen, dann kriegen wir den rostigen Helm. Ich weiß gar nicht, warum ich schneller gemacht habe. Für das bisschen. 7 Mini-Medaillen bis zum rostigen Helm. Das ist schon nicht wenig. Das ist echt nicht wenig. Da müssen wir noch. Da muss eine alte Frau lang für stricken. Da muss man lang Pokémon Schwarz und Weiß 2 spielen, um so viele Medaillen zu kriegen. Wundert euch übrigens nicht, dass ich hier in der fiesen Festung bin. Ich bin eigentlich nur hier, um mal eben das Team zu heilen. Ich glaube, es wird Zeit für neue Missionen. So. Neue Missionen sind das, was wir brauchen. Und dafür beginnen wir bei der Alles-Neu-Abtei. Eigentlich, naja, ist egal. Ich würde gerade sagen, so vom Weg her wäre es sinnvoll gewesen, wenn ich Schloss Schroffenheim nehme, aber wenn ich mich teleportiere, ist es eh wurscht. Dementsprechend sei es drum. Genau, dann holen wir uns mal die neuen Berufungsquests. Jetzt haben wir die alten Berufungen abgeschlossen. Und ja, es sind zwar noch nicht alle auf Level 40, aber wir können die ersten Quests ja schon mal mit jedem erledigen. Das wird nämlich nicht besonders easy. Oh, ihr seid also den erleuchteten Weg der Schwertmagier weitergegangen und habt Stufe 15 erreicht. Glückwunsch! Seid ihr also bereit für die herausforderndste aller Übungen? Wollt ihr lernen, die Kraft zu beherrschen? Senkt mit Schwächung die Abwehrkraft eines weißen Tigertaurus um 2 Stufen und entfesselt die Feuerkraft. Bringt die Bestie mit einem regulären flammenden Angriff zur Strecke. Und all das müsst ihr insgesamt 10-mal vollbringen. Die Monster werden die Eleganz eures Angriffs ehrfürchtig bestaunen. Seine schlichte Schönheit wird sie blenden und sie werden denken, ein Sterblicher, der von einem mächtigen Schwertmagier ausgebildet wurde. Ja, machen wir. Eine erleuchtete Antwort. Ihr scheint schon die Aura der Kraft zu spüren. Schon bald werdet ihr sie gänzlich beherrschen. Einen Kampf zu lesen und dieses Wissen zu nutzen, um den Sieg zu erringen. Das ist der Weg der Kraft. Kraftprobe. Gehört uns. Sehr schön. Dann gehen wir weiter nach Schloss Schroffenheim und gucken mal, was wir für Lizzie tun müssen. Um die Weise zu perfektionieren. Gucken wir mal, was der alte Wälzer dafür so hergibt. Und dann sind wir jetzt komplett im freien Spiel. Also jetzt sind wir im Epilog. Der Leviathan war, ich würde sagen, der letzte normale Story-Gegner, den man besiegen kann, wenn man die Wi-Fi-Mission nicht hat. Dadurch, dass wir die ja durch die Cheats haben, geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Wir kriegen noch 5 weitere Bossgegner, noch ein bisschen Geschichte und das finde ich persönlich ziemlich nice. Ja, also nicht nur stupides Gekloppe, Grotten angucken, Missionen machen, nein, sondern auch wirklich noch ein bisschen Story. So, ja, selbstverständlich möchte ich das lesen hier. Oh, hört auf, in meinen Seiten zu zupfen. Was?
Ihr habt Stufe 15 erreicht. Oh, gut. Was denn jetzt noch? Ach, die versprochenen Kleidungsstücke. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ich kann sie euch nicht einfach geben. Es sind ja keine gewöhnlichen Kleidungsstücke. Ihr müsst zeigen, dass ihr sie verdient. Ich hab's. Es gibt ein Monster namens Hengst der Angst in einer dieser Grotten. Besiegt ihn mit Peng. Ja, Peng. Irgendwie ist mir so, als hätte ich euch schon mal etwas Ähnliches aufgetragen. Naja, werdet ihr es tun oder nicht? Ja, bleibt dir nichts anderes übrig, ne? Du musst den Hengst der Angst, der in einer Grotte haust, mittels Peng besiegen. Ausgezeichnet. Dann also viel Glück. Ich werde einfach wieder... Die Mission Immer Weiser gehört uns. Das sollte nicht allzu schwierig werden. Das Schwierigste wird sein, ordentlich mitzuzählen, wie viel wie viele Lebenspunkte wir dem Kollegen schon abgezogen haben und wann Lizzie Peng einsetzen sollte. Das wird das Komplizierteste an der Geschichte. So, weiter geht's nach Wasaba zu Brunhilde. Wenn ihr euch erinnert, die Geschichte mit den Seelen. Wir haben ja eigentlich unsere Begleiterseele bekommen, aber von der weiß keiner was. Das ist aber auch nicht so wichtig. Ich bräuchte halt wirklich ein bisschen Kohle. Ich muss die eine Quest erledigen und dafür brauche... Ach, weil es Nacht ist. Da habe ich ja Bock. Und hier in Wasaba könnten wir jetzt theoretisch auch die letzte Berufungsquest annehmen. Uns fehlt ja noch eine Berufung, ne? Der findige Beobachter sollte merken, dass wir nur 11 Berufungen freigeschaltet haben und nicht 12. Aber die 12, da kann man erst machen, sobald man Corvus besiegt hat. Und man muss dafür ein Monster auf bestimmte Art besiegen, was es nur in einer bestimmten Grotte gibt. Also in einem bestimmten Grottentypus. Und dementsprechend nehme ich die einfach mal noch nicht an, um unser Dingens nicht voll zu klumpen. Ne? Ergibt hoffentlich ein bisschen Sinn für euch. Also deswegen bitte nicht wundern, dass ich die letzte Berufung noch nicht freischalten möchte. Hat seine Gründe. So, dann hier einmal nach oben, hier nach draußen und dann reden wir mit Brunhilde und Irene. Mal schauen, was die uns aufträgt. Ich weiß es leider und ich weiß, dass das hier wahrscheinlich die nervigste Mission wird. Ihr habt also die 15. Stufe als Paladin erreicht, nicht schlecht, doch ich bin beeindruckt. Es wird nun Zeit für die nächste Prüfung. Ah, jetzt werden wir ja sehen, wer der vollkommene Paladin ist. Versucht 3 Todesrüstungen zu besiegen und zwar mit durch die Fähigkeit Nadelkissen reflektiertem Schaden. Als Paladin-Anfängerin habe ich es geschafft, lediglich eine zu besiegen. Könnt ihr meinen Rekord verdreifachen? Ihr werdet euch die Herausforderung doch stellen, oder? Ja, muss ja. Nadelkissen, ey. Gebt stets euer Bestes, junge Paladin-Hoffnung. Wenn nicht, wird mir eure Schande großes Vergnügen bereiten. Die sind doch keine Konkurrenz für uns. Die sehen diese Schwächlinge, die Seele dieses Schwächlings ist doch so doof wie Bohnenstroh. So, jetzt machen wir uns ja lustig. Na, das würde ja leid tun, wenn wir dir zeigen, was der Hake ist. Nun macht schon, ja. Ich habe schließlich nicht ewig Zeit zuzusehen, wie ihr euch bis auf die Knochen blamiert. Oh, na schön, die hat sogar einen Glossboss, den soll Hören und Sehen vergehen. Rekordjagd. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Dafür sind wir eigentlich schon zu hochlevelig. Weil Nadelkissen macht prozentual Damage in Bezug darauf, wie viel Damage du einsteckst. Und das kann halt echt problematisch werden. So, Gott sei Dank sind wir hier auf dem Dach. Das heißt, wir können uns direkt die Pfeife holen. Und wir haben ja ehemals schon den Gladiator-Trainer kennengelernt. Hier auf der Insel mit dem Blitzbrocken. Und dementsprechend wollen wir da natürlich auch noch hin, ne? Hallöchen! Ich bin Perfidus Maximus, der Schlechter von Armeen, von Widersachern. Ein Held für die einen, der Todesbote für die anderen. So viel Macht schüchtert selbst mich ein. Kein Gladiator kommt mir gleich, alle anderen sind bloß Amateure. Ah, ihr seid auch Gladiator und ihr habt Stufe 15 erreicht, dann zeigt mir, wozu ihr fähig seid. So lautet meine Herausforderung, wendet Doppelmoppel an und besiegt 10 Drakale. Doch seid gewarnt, Drakale sind starke Gegner. Hofft nicht auf Mitleid, wenn euch die Aufgabe zu schwer ist. Ja, okay. Du musst 10 Drakale mit Doppelmoppel besiegen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Natürlich könnt ihr dem großen Perfidus Maximus nichts abschlagen. So geht und versucht euch nicht zu blamieren. Stets zu Diensten. Das sind die Quests. Die Level 15 Quests unserer bisherigen.
also unserer neuen Berufung. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob ich Olli, wenn wir mit der Schwertmagier-Quest durch sind, weil ich ja jetzt die Schwertmagier-Fähigkeiten habe, ob ich ihn zum Waldläufer machen soll. Bin ich wirklich am Überlegen. Ist, glaube ich, nicht die allerschlechteste Idee. Das ist der Axtlehrer. Hier müssen wir nämlich auch noch ein bisschen was erledigen, wenn ihr euch erinnert. Ah, da bist du ja endlich. Wo hast du denn gesteckt? Solltest du deinen alten Meister wirklich öfter besuchen kommen? Also wirklich mal. Du scheinst fast alles wissenswert über Zauberstäbe gelernt zu haben. Es wird Zeit, dir mein größtes Geheimnis zu verraten. Meinst du, dass du es schaffen wirst, das auch noch in dein kleines Hündchen zu stopfen? Ja, mit Sicherheit. Pass gut auf, ich zeig's dir nur einmal. Hier kommt der Tanz vom Stecken des Erweckens. So, und tscha, tscha, tscha. Und eins, zwei, drei, Hackespitze, weiter geht's. Und... Autsch! Oh, mein Rücken, den hat's wieder erwischt. Steht doch nicht so da und helft, haltet Maul auf dem Pfeil. Schnell, geht zu Fächer und sagt ihr, ich brauche etwas von ihrer Rückenmedizin. Geht schon. Ja. Natürlich, machst du das. Es ist ja ganz natürlich, dass du dich für meine Hilfe revanchieren willst. Fächer ist irgendwo in der Schule. Mach schon Einfallspinsel, die Schmerzen bringen mich um. Ich hab Rücken. Der arme Kerl. So, dann brauchen wir noch den Speertrainer. Wer bist du? Du bist Bumerang Klaus, ne? Mama wird ganz schön enttäuscht von mir sein. Was soll ich nur machen? Was, warum ich mich so sorge? Oh, ich muss jemanden mit einem Bumerang-Talent von 30 oder höher finden. Ja, du bist der Bumerang Klaus. Was bist du für ein Klaus? Gar kein Klaus. Okay. Ich weiß, die Folge ist eigentlich schon rum. Das ist der Faustwaffen-Klaus. Zudem will ich demzufolge auch nicht. Wer bist du? Es muss einfach jemanden geben, der mehr Talent für Pfeil und Bogen hat als ich. Aber wie finde ich den oder die? Oder bin ich etwa doch der beste, verflixte Bogenschütze auf der ganzen Welt? Jemand mit einem hübschen, hohen Bogentalent könnte ich ausbilden. So ein Niveau von 30 müsste reichen, ja. Gut, Bogen. Zu dir will ich also auch nicht. Du bist doch Speer. Donnerwetter, du hast ja ein Speertalent von mindestens 30, wenn ich mich nicht irre. Dann habe ich ein Anliegen an dich. Guten Tag, junger Herr. Lancelot, mein Name. Strenger, aber gerechter Speerausbilder hier in Schweinspickel. Hier ist mein Problem. Ich habe meine Schüler auf eine Übungsoperation geschickt, um 6 Metallschleime auszuschalten. Es wurde eine neue Feindeinheit aus 3 Metallschleimen in Turmform in einer Höhle nördlich von Blümingen gemeldet. Die Anwesenheit eines solchen Feindes könnte den Sinn der Übungsoperation gefährden. Das wird viel zu leicht. Deine Mission, solltest du sie annehmen, lautet, die Metalldinger ausschalten. Also, was sagst du, Soldat? Yes. Will, dass du 3-geschossige Monster aus Metallschleim ausschaltest. Ja. Machen wir. Das nimmst du an. Du hast das richtige Pflichtgefühl, Soldat. Es sollte ausreichen, wenn du 3 dieser Turmformationen mit der Sperrfähigkeit Wunderpunkte liquidierst. Viel Glück, Soldat. Operation Quecksilber. Boah, da habe ich ja jetzt schon keinen Bock drauf. Erst auf die Spawns warten und dann noch Glück haben, dass Wunderpunkt One-Hit macht. Uff. Uff. Das ist Kampfstab-Klausi. So Kampfstab-Klausi müssen wir auch nicht. Wo ist denn der Clown-Klausi? Du bist Schild-Herbert, ne? Die Schüler reißen sich endlich zusammen und konzentrieren sich auf den Unterricht. Aber das reicht immer noch nicht. Alles Schwächlinge. Solchen Schülern kann ich nichts beibringen. Aber du scheinst anders zu sein. Das fühle ich. Du hast ein Schildtalent von mindestens 30, oder? Ich bin Wolfrand, Schildlehrer. Soll ich dir ein paar Schildtricks beibringen? Ich denke, du bist bereit dafür. Geh als erstes nach draußen vor die Schule und wehre ein paar feindliche Angriffe mit deinem Schild ab. Ganz einfach. Ja, krieg ich hin. Gute Entscheidung. Also, Entschiedenheit ist immer gut. Und jetzt geh und wehre 10 feindliche Angriffe ab. Steh da nicht einfach dumm rum. Geh raus und zeig mir, was du drauf hast. Nix für Schwächlinge. Eine Mission, die wir einfach währenddessen, während wir irgendwas anderes machen, erledigen können. Was ich persönlich sehr praktisch finde. So, wo ist denn der Krallenlehrer? Wahrscheinlich nicht hier im Zauberdingens. Na komm, dann gehen wir erstmal zu unserem Schwertlehrer. Den kennen wir ja schon. Hallo, das ist ja unglaublich. Du hast dein Schwertalent auf die Spitze getrieben. Du hast es wirklich weit gebracht. Bald kann ich dir nichts mehr beibringen, also beginnt heute deine letzte Prüfung. Wenn du alle Abzeichen findest, die ich überall vergraben habe, hast du die letzte Prüfung bestanden. Was meinst du? Ja? Aber Moment mal, du hast schon so viele Aufgaben für andere Leute übernommen. Du solltest erstmal ein paar davon erledigen. Diese letzte Prüfung kann doch sicher noch warten, oder? Scheiße. Verdammte Kacke.
Na gut, ich suche trotzdem noch den Krallenlehrer, dann haben wir das fürs nächste Mal. Kralle, Kralle, bist du Kraller? Oh, diese Hände. Man sieht sofort, dass du ein Clown-Talent von Stufe 30 oder höher hast. Würdest du mir einen Gefallen tun? Übrigens, ich bin Krallbrech, der Clown-Lehrer hier an der Schweinspickelschule. Ich benötige einige Schepperschwanzfedern, also die Federn von Dampfdrosseln, aber die sind leider sehr rar. Diese Federn sind schwer rauszureißen, deshalb müssen die Dampfdrosseln mit der Fähigkeit Büchsenöffner besiegt werden. Also, was meinst du? Ich brauche nur 10 Schepperschwanzfedern, keine große Sache für ein echtes Clown-Talent wie dich. Für 10 Schepperschwanzfedern könnte ich dir ein besonderes Präsent überlassen. Du würdest es sicher nicht bereuen. Theoretisch ja, aber ich darf ja nicht. Ah, du verzichtest, das ist wirklich schade. Oh, wie ist das traurig, aber ich bin nicht nachtragend. Ein Gentleman wahrt schließlich immer die Fassung. Dir einen schönen Tag noch. Gut, schade. Dann müssen wir erst die anderen Sachen abschließen. Dann gehe ich noch eben zu Fächer. Du bist nicht Fächer. Fächer sieht nämlich aus wie eine Bedienstete von Wasaba, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, du siehst eh nicht aus wie eine Lehrerin. Wobei, der Lehrer vom Boomerang ist ja auch ein Schüler, also dementsprechend. Echt? Das ist der eine Raum, den ich gerade noch nicht angeguckt habe? Das ist ja traurig. Das ist ja mehr als traurig. Wer bist du? Armer alter Schwibner. Er ist so niedergeschlagen. Was sollen wir tun? Er hat seine Lieblingspeitsche verloren und ich möchte ihn trösten, aber dazu brauche ich jemanden mit einem Peitschenlein von mindestens 30. Hä? Da ist Fächer. Ah, Papa hat wieder Rückenschmerzen. Der alte Bock soll in seinem Alter nicht mehr so viel herumspringen. Und er braucht Nachschub bei Medizin. Nun, das ist ein Problem. Ich habe die letzte gerade dem Kollegen Schwibner gegeben. Könntest du vielleicht nicht losziehen, um die Zutaten selbst zu besorgen, Schätzchen? Du brauchst dazu nur etwas geschmolzenes Backmehl und etwas Krötenöl zusammenzumischen. Ich glaube, Monster an schrecklich heißen Orten lassen manchmal geschmolzenes Magma zurück. Viel Glück. Okay. Geschmolzenes Magma. Gut, das sollte machbar sein. So, Freunde. Das wär's für diese Folge. Ich habe jetzt offscreen wieder ein bisschen was zu tun. Schließlich muss ich 9 weiße Tigertauren schwächen und mit Feuerkraft besiegen. Und was muss ich noch alles machen? 2 Metallschleimstapel mit Wunderpunkt ausschalten. Und ja, ihr wisst, ich habe viel zu tun. Damit ihr hier im Let's Play nicht allzu sehr arg leiden müsst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin so froh, dass wir heute den Leviathan besiegt haben und dass wir jetzt im Postgame angekommen sind. Ich bin gespannt, was ihr zu den DLC-Missionen sagen werdet. Das wird mir leider auch noch einiges an Vorbereitungszeit kosten, aber ich mache das schon. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!